Wir müssen noch sehr, sehr viele Dinge machen. Aber wir haben zumindest schon mal die Leiche direkt weg. Das können wir da reinwerfen. So, das letzte Bienenwachs. Es gibt immerhin eine Verlangsamungslösung. Nicht, dass die uns hilft. Ist gut. Das Ding. Zwei Shell. Noch drei Shell. Dann haben wir da hinten auch die restliche Sache durch. Hier haben wir jetzt gerade nichts. Aber wir haben mal wieder jemand bestattet. Das haben wir auch schon seit ein paar Folgen nicht mehr. Weil wir einfach keine Karotten mehr hatten. Das Ding kommt da rein. Die bringe ich dann irgendwann weg, wenn wir soweit so viel Zeug haben. Der Weizen bleibt hier. So, die Schaufel muss fertig geschliffen werden. Aber weil wir so müde sind, gehen wir erstmal ins Bett. Weil ich so ein großes Multitalent bin, habe ich hier zwei Rechner laufen. Meinen Renderrechner und meinen Aufnahmerechner. Und der Renderrechner lädt gerade Dinge hoch, weil das hier ist ja so oder so ein Offline-Spiel. Von daher ist das ja kein Stress. Aber dummerweise brechen da gerade Downloads ab. Da habe ich gerade mal was Neues gemacht. Eisenbarren. Wir brauchen zufälligerweise einen Eisenbarren. Den wir nicht brennen können, weil wir kein Eisen da haben. Haben wir das ganze scheiß Eisen verbraucht. Super Sache. Wie viele Hanfseile brauchten wir dafür nochmal? Zwei. Dann lasse ich hier mal zwei Hanfseile übrig. Und gehe mal da runter zum Steinschneider. Der hat noch irgendwo einen Meißel. Da. Die rostige Schaufel bringe ich auch mal woanders hin. Nämlich hier runter. So, rostige Schaufel. Dann haben wir das richtig. So, wir wollen polierte Steine machen. Wir können super Grabsteine basteln. Nice. Polierte Steine. Einer. Leider können wir hier nicht bestimmen, wie viele. Ich wünschte nämlich, ich könnte gleich mehrere davon machen. Ich mache jetzt erstmal eine Reihe bis zum Abend. Dann legen wir uns nochmal für ein Stündchen ins Bett. Dann kommt sowieso der Esel. Das gibt Spiritualität. Hätte ich das mal vorher gewusst. Jetzt machen wir die ganzen Sachen, wo wir Spiritualität kriegen. Warum nicht vorher? Oh, Mr. Esel ist da. Ich fühle mich so erfrischt, weil ich 2 Minuten im Bett gelegen habe. Ja, das hilft manchmal wirklich. Wir brauchten noch für die Alchemiemühle polierte Steine. Aber noch Holzplanken und Eisenteile. Ich sehe mich schon demnächst durch die Gegend laufen und ja, ist so gut. Und Eisen sammeln. In großen Mengen. Aber das mache ich jetzt nicht während der Aufnahme nach Möglichkeit. Ach ja, die Leiche kommt hier rein. Ich hätte sie jetzt beinahe draußen abgeholt. Alte Gewohnheit. Dann schauen wir doch mal. Aber wow. Dann entfernen wir mal das Herz. Das macht... Entfernt mal 2 Schädel. Das können rote oder auch nicht sein. Blut und... Fett. Weil auch das habe ich mir mal angeschaut. Wir haben nichts zu essen.
was genau was entfernt und wie man das die Leichen optimiert. Bei Rumraten ist immer doof, insbesondere weil es gibt einige Sachen, die man entfernen kann, die machen halt Überraschungsentfernungen. Sprich, die entfernen zwei Schädel, das können rote, weiße oder gemischt sein. Und gerade bei einer Leiche, wo extrem viel Rot dabei ist, lohnt sich sowas rauszuholen. So, nachdem wir eigentlich jetzt die polierten Steine haben, machen wir da unten nochmal fix die Leiche. Wenn wir die Leiche haben, schauen wir, dass wir die Alchemiemühle machen und dann kommen wir vielleicht auch mal an die Säure. 6 Holzplanken und 4 Eisenbeschläge. Vielleicht müssen wir doch nochmal in der Folge schnell ein bisschen Eisen schlagen. So, das Herz bleibt da, das bleibt da. Ah, das Hirn müssen wir auch mal polieren. Das Fett bringen wir noch schnell zum Regal. Komm mit, Fett. So, 99%, perfekt. Ich lasse dich gleich hier liegen, als Anschauungsmaterial. Siehst du, mein Junge, vor 200 Jahren habe ich hier eine perfekte Leiche hingelegt. Vor 200 Jahren. Ja gut, jetzt sieht sie nicht mehr so gut aus, aber damals... So, auch weg. Da müssen wir mal fix kurz Eisen holen. Das hilft leider nichts. Das wollte ich euch jetzt ersparen, aber wir sind leider dazu gezwungen. Draußen hat jemand herausgefunden, was passiert, wenn man Kupplung und Gas drückt. Alle Leute bekommen es mit. Sommer ist jetzt gut. Aber wir haben das auch super vorbereitet, wie ich das sehe. Wir haben schon beim letzten Mal ein bisschen Eisen hier gelassen. Alternativ mach deine Löcher im Auspuff zu. Alle. Bitte. Ja gut, solche Diskussionen sind natürlich was besser für einen ETS-Stream, also ein European Euro Truck Simulator, sagen wir es so. So heißt das Ding ja. Von denen ich weiß nicht, ob ich bis zu dem Zeitpunkt der Folge hier schon mal einen gemacht habe oder auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden da sicherlich irgendwann auch mal sowas haben. Das Schöne an Streams ist, wer sie nicht mit anschauen will, muss sie immer nicht mit anschauen. Ah, guck mal, wir kriegen Silbernuggets auch noch gratis dazu. Einen schaffen wir noch. Wir könnten theoretisch auch mal wieder was lernen. Wir haben ja schon wieder 45 Spiritualität. Komm mit. Bleib da. Ah, da ist die nächste Leiche. Und hau weg. Das sollte uns jetzt erstmal eine Zeit lang Eisenerz geben. Und wie gesagt, ich muss auch später einfach mal hingehen und das Ganze so auffüllen und einfach mal so ein, zwei Stündchen die Grind-Aufgaben machen, die wir sonst so nebenbei schnell erledigen. Also bekommt ihr wenigstens das ganze Gameplay mit. Ist das nicht super? Na, sagt, dass das super ist. Hinterlasst mir einen Kommentar in den Kommentaren, dass das super ist. Hashtag super. Nein? Nicht? Okay. Ja, ich hoffe, ihr macht es trotzdem. Würde mich freuen. Man muss ja hier als Let's Player, ist man ja quasi Entertainer, man muss ja das Publikum dazu bewegen, mitzumachen,
ansonsten funktioniert das ganze Spiel ja nicht so gut. So, da haben wir wieder eine Leiche rumliegen. Ich komme mir so langsam wie ein Serienmörder vor, mit den ganzen Leichen, die wir im Keller durch... Wow. Durch haben. Ciao, Schädel. Der Kra bleibt hier. Ich lasse mal ganz kurz... So, die machen wir wieder an. Der bleibt hier. Zwei davon bleiben hier. Ansonsten... Das Goldnugget müssen wir noch identifizieren. Ja, Goldnugget. Nice. So, identifizieren. Goldnugget. Die polierten Steine müssen wir noch identifizieren. Aber das müssen wir alles morgen machen. Wenn wir gepennt haben. Das ist übrigens auch so ein schöner Vorteil, wenn man alle zwei Tage ein Let's Play raushaut. Man kann sagen, wir machen morgen etwas. Und, und jeder weiß, es ist nicht die nächste Folge gemeint, weil die kommt ja erst in zwei Tagen. Ich weiß, die Leiche verschimmelt uns ein bisschen was. Wir bräuchten theoretisch die Kühlregale. Aber auf der anderen Seite, es gibt Schlimmeres. Notfalls wird die Leiche einfach verbrannt oder in den Fluss geworfen. Sollen sich die Fische drum kümmern um die Bestattung. So, den noch fix machen. Kann zerfallen in Puder. Muss man ihn dafür zermeißeln. Hier reinschmeißen? Nein. Aber man kann das Herz schon mal anwerfen. So, mein lieber Schädel. Das wird nicht besser. Dann holen wir mal das Herz raus. Das waren die falschen. Dann holen wir halt auch ein bisschen Haut raus. Das Fett kann man gebrauchen. Fleisch ist immer gut. Das gibt es jetzt zwar einen weißen Schädel, aber noch nicht mal. Dich will ich nicht hier nie wiedersehen. Verbrenn dich, verpiss dich. Was auch immer. Bitte nicht pinkeln, weil dann geht das Feuer wieder aus. So. Das Fleisch bleibt hier, das Fett bleibt da. Dann verarbeiten wir fix noch die Schweinehaut. Die Haut zu Schweineleder, so rum. Gebundenes Buch. Gerbstoff. Könnte man ein Taschenbuch machen. Es gibt leider keine Spiritualität. Hanf gab sehr viel Spiritualität. Wir können neue Notizen machen. Es gibt immer ein paar Punkte. Wir können ein Buch machen. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir machen mal ein Buch. Das ergibt sehr viel Spiritualität. Wir sollten öfters Bücher bauen. Schauen wir mal, was wir lernen können. Wir können weiter... den Destillationswürfel 2. Oder wir könnten den Einbalsamiertisch 2 und die Kühlpritsche machen. Was wir ja schon haben, ist den... nicht den Alchemietisch 2, doch, den haben wir schon gebaut, aber... wir können auch die Grabmonumente bauen oder die weiche Kirchenbank. Ich glaube, die sollten wir machen. Darauf sparen wir im Moment. Die Weinerzeugung. Die brauchen wir. Wein geht immer. Und ich glaube, den Rest werde ich jetzt erstmal in den gebrochenen Schmied reinschmeißen. Dann kostet uns der Kram nämlich auch nicht so viel, wenn wir da rumschmieden. Mit dem Buch können wir Dinge tun.
Ich erinnere mich, mit dem Buch konnten wir Dinge tun. Das brauchen wir für irgendwas. Aber wir brauchen noch 6 Bretter und 4 andere Dinge. Das Buch war nicht hier. Wir konnten draußen eine eine Friedhofsbank bauen. Das war's. Alter. Ja, Nägel und Balken. Hölzerne Gebetsbank. Dieser Esel ist pünktlich wie die Maurer. Okay, wir haben jetzt keine Kohle mehr, keine Möhren mehr. Deswegen können wir ihn nicht bezahlen, aber er ist trotzdem pünktlich wie die Maurer. Oh, komm mal mit. Bleib mal hier. Auch nicht viel besser. Dir liegt sicher was am Herzen. Bleibt da. Das bleibt da. Wobei mit dem Buch können wir auch das Kombo-Gebet machen. Ein Dings, ein leider nicht silbernes, aber wir können ein Kombo-Gebet machen. Das Kombo-Gebet bringt uns Glauben und Einnahmen in entsprechender Höhe. Ich glaube, das sollten wir lieber erstmal damit machen, bevor wir irgendwelche Banken damit bauen. So, Fleisch bleibt hier, Salz bleibt da. Das Goldnugget werfen wir nach draußen. Das Goldnugget. Das Buch behalte ich jetzt einfach mal mit im Inventar. Mehr Eisen. Eisen für die Welt. Esst mir Eisenkinder. So, einmal erfrischt fühlen für Anfänger. Wobei, so viele Anfänger sind wir jetzt nicht mehr, nachdem wir jetzt rausgefunden haben, wo wir den spirituellen Kram herkriegen. Geht das ja doch mal fix. Wir machen die Leiche hier noch fix zu Ende. Dann nehmen wir noch mal hier rein raus. Das wird nicht besser. Dann holen wir einen Schädel weg. Das Hirn können wir ja auch zerlegen. Die Haut kann man verwenden. Und das Fleisch. Das Fett kann man noch verwenden. Blut und Knochen lasse ich jetzt mal drin, weil, ehrlich gesagt, was soll's. So, die Innereien bleiben hier. Das Herz wandert jetzt gleich mal in den Destillationswürfel. Das Fleisch bleibt hier. Die Haut und das Hirn wandern da rein. Die Hirne werden wir jetzt gleich auch mal direkt mal verwenden. Damit die weg sind, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einmal die Haut abzuziehen. So, Hirn. Hirn 2. Noch ein paar Lebenslösungen. Das schadet sicher nicht. Ein paar Lebensextrakte. Jetzt schaue ich trotzdem nochmal nach. 6 Holzplanken und 4 einfache Eisenteile. Jetzt habe ich es aber hoffentlich. Ich weiß nicht, ob die Kerzen irgendwann ausgehen oder nicht. Das werden wir rausfinden.
6 Holzplanken, 4 Metallteile. So, davon haben wir zumindest schon mal ein paar. Das heißt, wir brauchen ein weiteres Ding. Und wir haben keine anderen Planken mehr. Macht ja aber nichts. Das lassen wir da. Das Eisen lassen wir da. Wir gehen dann einfach gleich hier mal hin und. Wir müssen das Kombo-Gebet dringend fertig machen, aber ich glaube, wir haben keinen Glauben dafür. Oder was wir dafür brauchen. Und machen dann gleich entsprechend mal die Alchemiemühle. Die kann dann in Ruhe mühlen, während wir oben unsere Gebete sprechen. Mehr Eisen, mehr Eisen, mehr Eisen. 6 waren es, glaube ich, oder? Ich mach mal ein paar mehr für den Fall, dass es mehr sind. Bei der Gelegenheit. Zack. Da müssen wir rausfinden, was wir in die Alchemiemühle alles reinstopfen können. Ich hoffe, die da rein. Weil dann sind wir sie mal los. Alchemiemühle. Du bist ein bisschen größer. Da passt du eigentlich relativ gut hin, da nicht. Ja, gut. Dann weisen wir die Alchemiemühle doch einfach auf die Gegenseite des Alchemietisches. Was können wir hier reinwerfen? Viel. Ich hole mal so eine Innerei. Und so ein Knochen. Vielleicht ist das ja auch für die Alchemiemühle ganz gut. Ist jetzt natürlich nur eine Alchemiemühle Level 1. Ja, Knochen und Innereien. Sehr schön. Dann darf die erstmal die Innereien durchwalken. Und wir holen uns jetzt nochmal ein paar mehr Innereien, die wir hier reinwerfen. Oh, wir haben schon Lebensextrakte. Max. Du hast auch keine Schädel mehr. Hier können wir ja auch nichts mehr Neues bauen, oder? Ne, können wir nicht. Holzplatten aber definitiv genug. Machen wir doch mal weiter Kerzen. Nein, wir haben keinen Wachs. Schade. Die Möglichkeit weiterzuschreiben. Genau, dafür fehlt uns noch Glaube. Wir können Flugblätter machen, aber auch keine Geschichten mehr. Damit haben wir erstmal keine Spiritualität. Niemand will gerade beichten. Oh. Die Dinger sind auch irgendwann aus. Alles klar. Das heißt, die Kerzen müssen wir anbringen, sobald wir die Punkte brauchen. Dachte ich es mir jetzt schon. So, sagen wir doch mal ein paar Worte, dass die Kirche klasse ist. Alle finden das toll. Also liebes Tagebuch und so weiter. Wir haben auch für den Segen gebetet. Ja, die meisten fanden es okay, ein paar toll. Spenden sind immer willkommen. Aber grundsätzlich war es eine tolle Predigt.
Wir haben auf jeden Fall eine Menge Glauben bekommen. Finden wir gut. Mit dem Haufen Glauben machen wir doch mal das Kombi-Gebet. Das wäre natürlich eine super Sache. Das wäre noch eine bessere Sache, aber man kann nicht alles haben. Ein Kombo-Gebet. Machen wir noch mal ein paar Geschichten. So. Weil grundsätzlich würde ich schon gerne die 100 Dings zusammen haben. Der bleibt da, der bleibt da. Das Fleisch kommt mit hoch, der Glaube bleibt da. Das ehrliche Gebet stopfe ich oben in die Kirchenkiste rein. So, das gab wieder 3,5 Zeugs. Ich glaube, 50 Silber. Haben wir keine 50 Silber? Wie viel haben wir jetzt eigentlich im Zeug? 31 Silber. Ja, wir geben das Zeug auch die ganze Zeit wieder aus. Genau, das gibt jetzt die... Glaube mal 1, Glaube mal 1. Also das ist jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Die nehmen wir mal mit rüber. Wir müssen halt irgendwann mal so viele Kerzen haben, dass wenn der Typ auftaucht, dass wir überall Licht anmachen und dann sagt jeder, boah. Ah, wir haben sehr viel zu ernten. Das sollten wir dann noch beim nächsten Mal, bei der nächsten Gelegenheit tun. So, der Stein bleibt da. Aber ich glaube, die nächste Gelegenheit wird auch die nächste Folge werden. Ich räume jetzt hier nochmal ein bisschen Kram weg. Das Tintenfässchen dabei. Gehen wir nochmal runter. Weil wenn ich so auf die Zeit schaue, ich mache ja noch... Ich will ja normalerweise so Folgen von maximal 30 Minuten haben. Ich weiß, andere Leute sagen 20 Minuten, alles drüber ist Luxus. Ach, den Scheiß müssen wir selber erarbeiten. Sagt mir das doch mal einer. Alles drüber ist entsprechend Luxus. Ich sag, 30 Minuten sind eine schöne Folgenlänge. Ich habe auch schon Leute sagen hören, dass 10 Minuten max gut ist. Wobei, bevor ich es vergesse, wir machen jetzt noch fix das Schwert. Dafür müssen wir aber trotzdem definitiv schlafen. Und ich finde eigentlich 30 Minuten sind mal so eine schöne Folgenlänge, weil man 30 Minuten Dinge tun kann. Man verschwendet nicht die Hälfte der Folge davon mit Hallo und Tschüss und überhaupt. Man tut Dinge und ja, man spielt einfach. So. Wichtig, Schwert. Zum Glück machen wir das nur einmal. Schwert. Bringt es jetzt genau? Nicht ausgerüstet. 10 Schaden. Ich glaube, das andere hatte nur 5. Dann machen wir noch fix da unten die Innereien durch. Oder ein paar von denen zumindest.